herzlich willkommen zurück zu Suikoden 2. Irgendwas hat gerade ein bisschen geleckt. Es kann aber auch sein, dass das ist, weil ich im Hintergrund im Internet was hochlade. Was ich normalerweise nicht mache, wenn ich spiele. Ja, ich glaube, das sieht ganz so aus, als wäre das so. Aber da kommen wir drüber weg. Das schaffen wir. So, wir haben ja letztes Mal gestorben. Dann habe ich euch nochmal eine Szene eingeblendet. Von ja, die man verpassen kann, oder also jetzt nichts Weltbewegendes ist, ne? Die kannst du halt nur mit Ace haben oder nur mit Ayla oder mit beiden. Die hätte ich nochmal hinterhergeschnitten, ne? Weil ich musste sowieso wiederholen, weil ich beim Endboss bei diesem Quask hier gestorben bin, bei diesem Kasper. Und sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe es einfach alles nachgeholt, sodass wir jetzt quasi hier hochrennen müssen nur. Und dann hoffe ich, wir können an dem vorbeilaufen, ansonsten haben wir ein Problem. Fängt ja schon sehr gut an. Tatsache, fängt richtig gut an. Naja. Dann wollen wir mal. Was darf er sogar noch mal vor uns? Jawohl, lass dich aus. Oh, das hat bestimmt ganz gut wehgetan. Jetzt kann ich bloß schon wieder wirklich beinahe schon wieder alle aufladen. Oh halt, nee, nee, nee. Nee. Ich behalte mir schätzungsweise meine Aufladezauber lieber auf. Kann einem ganz schön lang vorkommen hier der Weg, ne? Ich wollte jetzt aber noch nicht alle wieder aufladen, weil ich, also weil ich die Magie behalten will, logischerweise für was, und weil ich keine Herbst verschwenden will, um das mal so genau zu sagen. Entschuldigung übrigens, dass ich ein bisschen nasal rede. Ich habe, warum auch immer, seit einer halben Stunde eine verstopfte Nase. Ganz plötzlich. Vielleicht war ich vor Aufregung vom Berserk gucken, ist mir das Blut in den Kopf geschossen oder so. So, was sagst du jetzt? Sagst du was anderes? Okay, wir können also ihm vorbeirennen. Wir können nicht wieder zurück, es sei denn, wir werden hyper geskillt. Habt ihr gesehen, er macht das mit einem Zauber, hat er uns alle gemacht, der Vogel. Und, also ich bin mir sicher, dass das gilt. Musst du dich halt hier irgendwie drei Tage lang hinstellen und aufstufen. Weil Waffenlevel kriegst du nicht höher als 10. Ja, musst halt aufstufen, ne? So, da oben geht's weiter. Jetzt können wir gucken dann, ob... Na? Ob wir da unten in der Ecke was finden oder ob das auch wieder eine Sackgasse ist. Aber versuchen tun wir es trotzdem. Und dann gucke ich mal, was wir für eine Strecke spielen heute. War nämlich eben gerade ein bisschen zwiegespaltener Meinung, ob ich jetzt hier weiterspiele oder ob ich das HD-Remake von das unschöne HD-Remake von Secret of Mana nachkommentiere, die drei Folgen, die ich da noch offen habe. Und habe mich doch hierfür entschieden. Vielleicht mache ich das ja aber auch nur eine Stunde und dann nehme ich nochmal eine Stunde von diesem resync ich noch mal ein bisschen was von dem wunderschönen Nicht-Remake. Nicht wunderschön. Remake. So, am besten renne ich jetzt hier auch noch in den Miniboss rein.
Das würde ich für sehr lustig empfinden. Nein, wir laufen in einen Leichenhaufen rein. Und nehmen das Rezept Nummer 7. Fein. Dann hat sich diese Sackgasse ja sogar mal gelohnt. Also, wenn der Computer nichts dagegen hat, kann er mir übrigens weiter einfach diese schicken. Kein Problem mit. Autsch. Den Schlag kann er noch wegstecken. Oder beziehungsweise 2 könnte er sogar noch. Also wir laden jetzt hier auf Kante auf dann, ne? Anstatt einen großen Bogus zu machen. Ach, das wäre auch zu schön gewesen. So, dann müssen die sich jetzt leider eine Medizin teilen. Und zwar machen wir mal eine Medizin D erstmal. Beziehungsweise kann ich auf Joker einfach nur machen. Ernsthaft? Oh, kommt schon. Okay, wenigstens attackiert er nur einen. Gut, da können wir auch noch eine reiten. Ja, machen wir einfach. Schön, dass sie dieses eine Viech alle verfehlen. Ist das irgendwie... Hat das irgendwie eine... Hat sich das irgendwie auch aufgestuft oder so? Und seine Skills in Ausweichen hochgepowert? So, ich schätze mal, das wird noch nicht das Ende vom Berg sein. Ich schätze mal, eine Gabelung werden wir noch haben, ne? Oh ne, das ist noch nicht mal eine Gabelung, einfach nur ein Weg. Ich liebe die, also ich... Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, weiß ich jetzt gar nicht, auch mit dem Berg, die Musik ist jetzt auch sehr geil. Ist auch wieder mit den Flötenorganen ist das auch wieder sehr schön angehaucht. Gut, jetzt müssen wir uns aufladen. Südamerikanisch. Ist eigentlich Verschwendung, ne? Aber was soll ich machen? Warte mal. Nee. Nee, scheiß drauf jetzt. Dann ist das halt so. So, dann können wir, glaube ich, mit Jack nochmal. Der hat, glaube ich, eine Medizin D, ne? Ja. Die können wir nochmal kurz auf Isla packen. Und vielleicht auch auf Joker nochmal. Noch irgendwie. Hier 50 Queen auch nochmal. Oh, dann können wir in die angebrochene Zehe, die ich hier noch hinpacken. So, dann sind wir also in Le Bouc. Sieht zunächst erstmal ganz friedlich aus. Nicht ein Land, aber friedlich.
So, das ist Labuk. Das ist das Village. Ja. Ich weiß auch schon wieder, ich sollte es heute lassen. Es ist das Dorf der Mantor-Trainer, oder? Genau. Die Fähigkeit, diese Insekten zu trainieren, ist nur diesem dieser Rasse hat es dieser Rasse erlaubt zu überleben. Mantortrainer? Ja. Die Kana-Rasse. Ich nehme an, Entschuldigung, ich weiß das nicht gerade selber, ich lese das Wort. Fühlt sich an, weil es mich zum ersten Mal lese, aber ich glaube, das ist dann halt der Name für die einfach. Also die Kana-Rasse von Labuk hat immer die Mantoren kontrolliert. Selbst nachdem sie von Harmonia eingenommen wurden oder erobert wurden, wurde ihnen erlaubt zu leben. Erlaubt zu leben? Was ist das? Es kommt, ja. Kann man uns nicht einmal alleine lassen, in Ruhe lassen? Ja, mit denen ist leider nicht so easy, wollte ich gerade sagen. Ja, leg dich hin, Chiara. Könnte natürlich auch das hier machen. Und mit Ayla kann ich gar nichts machen? Ach, kann ich dann auch nicht? Aber wenn sie jetzt keine großen Überraschungen haben, dann könnte das klappen. Leider ist der dämliche Franz ja dazu befähigt, Donnermagie zu beschwören, die er nur auf ihn macht. Oh nee, ne, echt. Okay. Noch wer was abgezogen kriegt, der Joker. Kann ich den Weg gleich nochmal laufen? Ich fasse es nicht. Oh, nicht mein Glückstag. Warte mal. Was war jetzt? Tja, klappt oder klappt nicht, ne? Ja, wenigstens kriegen sie mal alle Dings. Oh, was? Okay. Wir brauchen mal schnell Abhilfe hier. Nee, ja doch, also klar. Great Blessing und hoffen, dass das klappt.
Oh, Glück gehabt. Vor allem, weil die alle schnell daneben hauen. Ist doch wohl ein Scherz hier, ne? Scheiße. Scheiße. Spannend, spannend. Blödes. Gut, das außer Balance. Dann können wir noch mal versuchen, Shield zu machen, in der Hoffnung, es klappt. Die können sich mit dem beschäftigen. Gut. Du darfst dir selber was geben und die anderen dürfen jetzt hier mal diesen dumme Drecksau verprügeln. Danke. Ist glücklicher ausgegangen, als ich dachte. Das Lustige war, letztes Mal habe ich den Haufen hier, da haben nur noch Ayla und Ace gestanden. Gestanden. Und die drei Insekten. Ich habe die alle mit den beiden fertig gemacht. Das weiß ich noch wie heute. Was wollt ihr? Oder was willst du? Sag schon. Warum attackiert ihr uns ohne Warnung? Wir haben Befehle von der regulären Army, keine unidentifizierten Leute hier reinzulassen. Die reguläre Armee? Du meinst Harmonia. Was bist du? Ein Wachhund? Was hast du gesagt? Der ist auch, den würde ich am liebsten den ganzen Tag in die Fresse hauen, ne, dem Typen hier. Wir hatten doch die
Ja, genau, den hatten wir doch schon bei Lück, wollte ich gerade sagen, bei Hugo in dem letzten Szenario drin. So ein bisschen überheblich. Oder Hitzköpfe, überheblich, irgendwie eine Mischung oder so. Also, ich weiß nicht, wie man das nennt. Was ist er denn? Überheblich wäre er nur, wenn er denken würde, er könnte jeden besiegen. Also zornig ist er auf jeden Fall. Und er denkt, er könnte im Namen alles machen. Also im Namen von. Grüß dich, Bischof. Ich habe diese verdächtig aussehenden Charaktere festgemacht und wollte sie rauswerfen. Bischof? Wer bist du? Bist du aus Harmonian? Bist du ein Harmonianer? Nein, ich bin Gedo. Eingetragen in die harmonische regionale Armee der südlichen Grenzdefensive Kräfte. Oh Gott, war das lang. Ein Mercenary, genau. Ja, genau. Ein Söldner. Und was willst du hier? Wir haben Instruktionen von der Defense Force und nach der wahren Rune zu suchen. Oh, echt? Dieser Mann ist ein Söldner der Armee von Harmonia. Bringt ihn ins Dorf. Ja, Sir. Will you tell me your name? What brings you here? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Also, habe ich noch nie genommen. Könnte ich eigentlich mal machen, ne? Warum nicht? Nun, wenn du mich entschuldigen würdest. Es ist euch gestattet, das Dorf zu betreten. Aber macht keine dummen Späße. Boah, ist das laut, Alter. Wie weit soll ich den Sound da runterschrauben, damit man meine Stimme toll hört? Krass. Also dass die Bossmusik ein bisschen lauter ist, ist ja klar. Die ist ja auch cool. Aber das könnt ihr jetzt gerade logischerweise, wenn ihr das Video guckt, nicht hören. Alter, aber das hat richtig gebrannt in den Ohren, eben das Gerassel von den Viechern, ey. Okay, ja. Das ist kein Zufall, dass die hier sind, ja. Bischof, wer ist das? Sieht aus wie ein wirklich wichtiger Typ. Nun, er ist wichtig, was seinen Titel angeht, aber ansonsten nicht. Der die harmonische Armee anführt, ist der Bischof. Und der Fakt, dass er extra hier rausgekommen ist, an diesen Ort, muss etwas bedeuten. Genau. An erster Stelle ist die Armee von Harmonia, unter welcher und darunter die Harmonian Region und darunter die Ar regionale Armee von Harmonia. Und wir aus der Einheit sind noch unter denen. Und dann unter uns hast du die dritte Klasse Bürgereinheit. Wie der Typ, der den Mantor geritten hat. Das wirkt alles ziemlich kompliziert. Bei den Karaya gibt es einen Anführer und der ist wirklich wichtig. Und alle anderen sind das Gleiche.
Ja, wirkt fast ein bisschen einfach, um militärisch zu sein, um was Militärisches zu sein. Okay, gut, wir sind jetzt erstmal hier, wie immer. Die werden nichts, ja, bla bla bla, gar nichts. So, jetzt können wir natürlich als allererstes wieder, bevor wir hier irgendwelche Sachen, wichtigen Sachen angehen, falls jetzt nicht sowieso wieder was kommt, ja, kommt. Was meint ihr damit? Genau, wie ich sagte, wir haben nichts, was wir Leuten aus Harmonia verkaufen möchten. Was? Wer sagte, ich bin aus Harmonia? Oder Harmonianer? Was ist dein Problem? Dein Name und dein Auftritt sind wie die der. Oh Gott, sind harmonianisch. Du isst anderes Essen, richtig? Du bist so sehr wie die, dass es mich krank macht. Hey, hör auf damit. Oh, richtig. Ja, natürlich. Mach, was du willst. Also irgendwie scheinen die sich also auch nicht ganz grün zu sein. Worum ging es da denn? Das war nur eine komplizierte Situation. So, jetzt aber. Und ich habe schon wieder versucht, mich mit dem Rechner Logstick zu drehen. Ja, es ist ganz toll, immer neue Orte zu sehen. So, wen haben wir hier? Ja. Passen bestimmt ganz toll auf. Oh, wen haben wir denn da? Das können wir auch noch probieren, aber da will ich vorher lieber. Ach so, da können wir nicht rein. Also können wir die Seite vom Dorf schon wieder verlassen. Genau. Und da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob man den von alleine anlabert, wenn man in seine Nähe kommt. Deswegen lassen wir es kurz. Wir warten halt, bis wir gespeichert haben. Gehen wir erstmal hier nach rechts. Na. Ah, das ist sie. Oh, stimmt. Da war ja was. Das ist die Askaraja. Ja, es ist die Frau. Hey, warte. Gut, damit wäre sie weg. Ich brauche hier auch nichts nacheignen, weil ich glaube, die verlassen jetzt alle nacheinander ein bisschen die Städte. Ich habe gehört, dass ein fremder Händler, wie heißt es gleich, Wahrsagereien an die Lizard-Clan verkauft hat und deren Spezialität roter Pfeffer ist. Keine Ahnung. So, was gibt's hier? Ach so. Ja, das ist das, was sie gerade gesagt hat. Das könnten wir dann wahrnehmen. Alles andere ist, glaube ich, eher. Alter Schwede. Nehmen wir mit. Ich weiß, das Inventar wird langsam ein bisschen voll wahrscheinlich wieder. Ich muss mal gerade gucken. Ja, drei Seiten, dreieinhalb, zweieinhalb Seiten haben wir noch. So. Da ist ein Hotel. Ah, ich habe das hier auf dem Boden gefunden. Das kannst du haben. Ja, nehmen wir. Also das Bett brauchen wir jetzt noch nicht ausprobieren. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier hoch. Und dann nehmen wir die Sachen, die hier unten sind.
kommt mir aber auch schon wieder ein bisschen befremdlich vor. Na, nicht, dass ich jetzt hier hin muss. Wartet. Ich glaube, hier gehen wir doch noch nicht hin. Geh da mal wieder runter, Gerdo. Nein, Gerdo, du sollst da runtergehen. Ich bin mir nicht sicher, wo es weitergeht und ich will in keine Aktion reinrennen, ohne vorher gespeichert zu haben. Gehen wir erstmal die beiden hier, Händler hier einfach. How you doing? Die hat natürlich was. Die Premier Cask. Die legen wir eben doch gleich mal an. Ja, der Rest ist unwichtig. Jetzt können wir mal gucken, ob die dann vielleicht noch ertragen kann. Und wenn ich sie irgendwo sehe, da. Oh, hier, Jack. Guten Tag. Oh, ja. Finde ich auch. Ein Konterkristall brauchen wir nicht. Wir können das Ding verkaufen, was wir eben da hatten. Ein Berserk Blow Wind Amulett. Ja, die haben nicht viel. So in Ordnung so. Desto weniger haben, desto weniger kann ich ausgeben. Okay, dann gehen wir jetzt mal kurz. Ach, hier sind ja auch noch. Oh Gott, okay. Ich durchsuch die Häuser und dann gehe ich schlafen. Das Haus und dann gehe ich schlafen. Irgendwer in irgendeiner Ecke, die mir was geben will. So viele Ecken, wo irgendwelche Leute stehen, die bei denen es möglich ist, dass es weitergeht. Das Haus hier ist einfach leer. Auf jeden Fall muss man mal sagen, das sind also wirklich lange Häuser hier. Ja, ist komplett leer. Naja, was soll's. Ja, gewiss ins Hotel. Da haben wir es mindestens schon mal gespeichert. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe hier angehalten, um zu handeln. Das macht Spaß. Labouk ist ein typisches Graslanddorf. Auch wenn es technisch zu Harmonia gehört. Ach so, ja. Natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich dann das. Ich habe genug gelesen. Würdest du das lesen wollen hier? Ja, gib her. Jetzt bräuchte ich nur eine Bank wie in Kaleria, ne? Oder ich sollte aufhören, Sachen zu suchen. Hallo. Ich bin aus Kaleria. Wir bekommen eine ganze Menge Reisen aus Labouk. Aber es sieht aus, dass Harmonia die nicht viel weiter als Kaleria ziehen lässt. Hey Süßer, ich mag diese Atmosphäre nicht, wenn wir sollten nach Hause gehen. Ah, seine Frau möchte gerne nach Hause. Ah, Captain Gedo. Machst du auch eine Besichtigungstour? Ja. Könnte man so ähnlich. Könnte man das nennen. Gut, jetzt nehmen wir erstmal das hier. Übernachten hier. Nur damit das gespeichert ist. So, dann machen wir hier mal einen Speicher drüber für heute. Dann kann nämlich auch, falls mir jetzt was passiert, nichts mehr passieren quasi. Dann gehen wir jetzt nämlich erstmal nach
dem Typen wieder hin, von eben. Achso, und das geht dann so im Kreis, da hätte ich einfach da runtergehen gekonnt. Aber da geht's auf jeden Fall, da hinten kann man auf jeden Fall mit denen labern. Oh, scheiße. Was machst du? Verkaufen. Du verkaufst das Schwert? Niemand verkauft nicht. Und trotzdem sitze ich hier rum und zeige mich, als wenn ich zum Verkauf wäre. Muss mein Geburtszeichen sein? Okay, den Sinn habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Burst sein. Naja, interessant. Ein entsprechendes Schwert. Warum hast du es? Ah, hier ist der Deal. Für 1000 Potsch bekommst du ein Duell mit mir. Wenn du gewinnst, gehört das Schwert dir. Bist du der Besitzer von dem Schwert? Ja, du kannst sagen, er ist mein Diener. Ach, mein Glück. Fürst, zuerst der Typ mit den, der mehr Haare hatte als eine, sag ich mal, ein Bär. War ja immer so der Scherz, ne? Und jetzt der hier. Ja. Oh, Menschen sind solche. So weine. Wie heißt das? Weinerlich. Mit all dem, was sie wollen und brauchen. Essen, trinken, schlafen, bah. So viel Kummer. Es scheint eher, als wenn du der wärst, der sich beklagt. Oder rumjammert. Haha, wirklich witzig. Können wir jetzt anfangen? Ja. Ich akzeptiere deine Challenge. Okay. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt gewinnen kann. Wir probieren es einfach aus und ansonsten muss ich ja dann sowieso neu laden. Okay. Ja, sehen wir, was er abzieht. Och. Ja, ich ziehe ein bisschen weniger ab. Boah, das ist aber ein ganz, ganz happiges Duell, ne? Gut. Don't get cocky. Ah, nein. Auch gut.